So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Dem DAX wurde heute einiges auf dem Silbertablett serviert. Gute asiatische Vorgaben und zugleich natürlich dann steigende US-Futures. Doch im Moment knackt er eben noch nicht die 9800er Marke. Hier habe ich jetzt die JFD-Indikation da. Hier gab es einen kleinen Absacker direkt um 9 Uhr. Aber minimal erstmal. Wenn man hier das Chartbild vom Wochenende aufruft, sieht man eben hier ist so eine Stop-Buy-Marke bei 9820 bei rund. Jetzt steigt der direkt über die 9800 Punkte an. Und wie gesagt, alle Vorgaben sind eigentlich durchweg positiv und es sollte eigentlich möglich sein für den DAX hier diese Strecke jetzt abzuarbeiten. Jeweils sind hier bei 9900 Punkten eventuell kleiner Rücklauf möglich oder dann eben knapp unter der 10.000 Punkte Marke und das nächsthöhere Kursziel würde über der 10.000-Punkte-Marke bei rund 10.070 Punkten liegen. Also wie gesagt, hier sollte der DAX möglichst schnell über 9.820 Punkte ansteigen, um dann die genannten Kursziele zu erreichen. Wer jetzt hier noch investiert ist, ja, kann sich im Prinzip glücklich schätzen, aber wie gesagt, am Freitag ist hier ja das Kursziel bzw. hier in den Stopp gelaufen. Beim WTI und Brent, ja, bleibt er noch unterhalb der Marke und diese Marke ist jetzt hier die 51 US-Dollar Marke, ist im Prinzip auch nur auf Schlusskursbasis dann, wenn die gebrochen wird, ist hier ein neues Kaufsignal generiert. Sonst kann man auch hier das letzte Hoch bei 51,53 nehmen, ja, und dann direkt in den Markt gehen, wäre auch eine Option. Beim WTI, ja, hier liegen dann direkt die Marke auf dem letzten Hoch auch. Da war ja auch der Widerstand schon ausgerufen, beziehungsweise ja auch das Verkaufssignal damals. Also auf die Marken achten. Eine Aktie, die wurde jetzt gestern noch nicht angesprochen, aber das ist jetzt hier auch noch nicht ganz so interessant. Silberpreis und der Goldpreis sind nochmal im Rallye-Modus und hier kann Randgold, ja, wenn das jetzt hier in dieser Woche macht, trifft es sogar bei 126 dann direkt auf hier auf eine Aufwärts- und auf eine begrenzende Trendlinie, ja. Da kann es dann jetzt dann zu Verkäufen kommen. Aber das erstmal hier eine Umkehrkerze abwarten. Und wie gesagt, das wäre auch, wenn dann nur ein antizyklisches Setup. Der Hang Seng Index erreicht heute wieder den EMA 200 direkt. Also hier ist es auch sehr sauber gelaufen. Deswegen der DAX hat halt Nachholpotenzial. Zu den Aktien, ja, habe ich ja gestern eine Daimler erwähnt, also wenn jetzt hier der DAX die 9820 aus dem Markt nehmen sollte, auch auf Stundenschlussbasis, dann sollten die Autowerte den DAX anschieben können, eben eine Daimler oder auch eine BMW. Also hier ist dann im Prinzip ein Gap Close, nicht die 71, sondern eben die, ja, rund 72,50 Marke relevant. Und eben auch noch eine ProSieben sollte diese Woche dann anschlagen. Eine Beiersdorf hat ja das Kursziel erreicht. Also die ist ja wirklich eben sehr trendstark im absoluten Aufwärtstrend. Da können natürlich auch noch in dieser Woche höhere Kursziele erreicht werden. Kommen wir jetzt zum absoluten Highflyer der letzten Tage, zum Silber. Da wurde in der Nacht sogar die 21 US-Dollar Marke überwunden und jetzt hier, das ist der 4-Stunden-Chart, gab es einen Doji
Das sollte jetzt hier wirklich der Short Squeeze zu Ende sein. Rücklauf und dann eben nochmal die 22 US-Dollar Marke erreicht worden, die ich gestern im Video genannt habe. Also da dürfte schon noch natürlich was fehlen, aber jetzt direkt wäre jetzt endlich eine kleine Konsolidierung angesagt, klein, groß, also auf jeden Fall zurück an den EMA 10 beziehungsweise halt an die Oberkante und dann nochmal nach oben. Gold hat hier im Hoch die 1357 erreicht. Wenn man jetzt Silber und Gold natürlich nicht vergleicht, sondern eben auch hier anschaut, dann kann hier eben Gold auch erstmal was zu Ende sein. Und mit dem Chartbild von der Randgold dürfte es dann eben zu einer Konsolidierungsphase kommen. Euro gegenüber japanischen Yen, was ja auch als interessant eingestuft worden ist, noch am Wochenende hat hier zwar die Trendlinie gebrochen, aber da gab es keine weitere Verkaufssignale bzw. keinen Verkaufsdruck und da wartet man immer noch hier. Natürlich kann man jetzt hier auch einen Schlusskurs, was soll man hier, 4 Stunden Basis hier den Bruch des EMA 38 abwarten und dann eben weiter nach oben. Der Blick kann dann gerichtet werden. US-Dollar, kanadische Dollar, gibt es nichts Besonderes zu sagen. Da wartet man auf den Bruch hier der 1,31 Marke. Euro, australischer Dollar kam hier weiter unter Druck. Der Stopp hält noch, aber das letzte Tief ist hier unterschritten worden. Wie gesagt, das war jetzt am Freitag ein komplett antizyklisches Setup. Ist immer sehr risikohaft behaftet. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder. Danke.